Ja, danke schön. Ja, der Boden ist ja aufbereitet für gute weitere Diskussionen. Ich wurde gebeten, zu dem Thema Entscheidungshilfe für das optimale Heizsystem einen Beitrag zu liefern. Ich darf das liefern als ein Mensch, der sich mit diesen Thematiken seit über 20 Jahren beschäftigt, im Rahmen einer eigenen unabhängigen Firma. Das ist mir jetzt auch wichtig, hier zu sagen. Und auch am FH Technikum beschäftigen wir uns mit Gebäudeoptimierungen. Das heißt, das ist genau das Thema und wir sehen, dass diese Frage zu Beginn einmal eine Entscheidungsfrage ist, die im Großen und Ganzen sich zuspitzt auf die Frage weiter wie bisher. Und dieses weiter wie bisher würde ich jetzt sehr weit fassen. Da würde ich auch Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wie bisher hinein interpretieren oder zukunftsorientiert. Und ich erlaube mir zu Beginn zu dem Thema Zukunft ein paar Appetitanreger Ihnen zu servieren. Das eine ist einmal hier ein paar Zahlen, nur dass wir die Größenordnungen wieder so vor uns haben. Und interessant vielleicht, die Haushaltsausgaben haben sich jetzt in 3-4 Jahren um 46% für den Energiebereich gesteigert. Das sagt uns die Energieagentur. Ja, also es geht doch auch um Geld, aber es geht nicht nur um Geld. Hier noch ein paar Daten zu den Energieträgern im Vergleich. Da wäre es ja ganz einfach, wenn nur die Investition auch so parallel laufen würde. Da haben wir natürlich andere Größenordnungen dahinter, deshalb ist es nicht ganz so leicht, das Umsteigen. Die Entwicklung der letzten Jahre, auch nur zur Erinnerung, wir sehen beim Heizöl das Schwarze, da hatten wir einmal einen starken Peak, inzwischen steigt es kontinuierlich wieder an. Die letzten Daten habe ich jetzt dann noch mit schwarzen Kästchen dazugegeben, da sieht man, dass das Heizöl wieder ein bisschen runtergegangen ist, beim Gas eher stabil und bei den Pellets ist es ein bisschen in die Höhe gegangen. Also das ist so die längerfristige Entwicklung und die ist doch auch ganz interessant hier im Auge zu behalten. Was noch interessant ist, im Auge zu behalten, habe ich hier mitgeschrieben bei unserem letzten Treffen der Initiative Build Up Skills, wo es um die Weiterqualifizierung in dem ganzen Baubereich geht, um eben die europäischen Energieziele zu erreichen. Und die Marie Donnelly hat dort sehr klar gesagt, es geht ums Geld. Es geht um 270 Milliarden Euro, die jährlich aus dem EU-Raum abfließen und im Gebäudebereich insgesamt davon etwa 40%. Das ist viel Geld und die Aussichten sind noch viel schlimmer. Die Abhängigkeit von Energieeinfuhren außerhalb der EU nimmt dramatisch zu. Das heißt, wir gehen da über 90% in den nächsten Jahren. Das hat natürlich auch politische Auswirkungen. Eine weitere Frage zur Zukunft zeigt dieses Bild. Weiter wie bisher ist relativ schwer machbar, weil wir sind nicht allein auf der Welt, sondern wir teilen uns die Welt mit inzwischen über 7 Milliarden Menschen. Und vielleicht ganz interessant so zu merken, derzeit leben rund 6% der je irgendwann einmal auf der Welt existierenden Menschen, die sind halt unsere Mitmenschen. Also es ist relativ dicht geworden, das heißt, wir müssen unsere Ressourcen stärker teilen denn je. Das heißt, Konzepte, die vielleicht vor 50 Jahren gut funktioniert haben, muss man überlegen, ob die heute auch noch funktionieren. Und zum Abschluss dieses Teils, das ist das Barrel, ist soweit bekannt. Davon werden täglich etwa 88 Millionen gefördert. Kann man sich schwer vorstellen. Dann bringe ich bei meinen Publikumsvorträgen gern diesen Kesselwaggon ins Spiel. Da gehen ca. 50 Kubikmeter hinein. Wie lang wäre der Zug für die tägliche Fördermenge nur fürs Öl? Da könnten wir jetzt raten. Ich gebe Ihnen die Auflösung bekannt. Es sind jeden Tag circa ein Zug mit 4200 Kilometer, pro Jahr 38 Mal um den Äquator. Nur, dass man so ein bisschen ein Bild hat. Es geht jetzt nicht um ein bisschen Energie, sondern es geht um gewaltigste Mengen, die hier, dazu kommt noch Kohle und Gas, in die Atmosphäre entlassen werden. Die schlechte Nachricht, und ich bin als Klimaaktiv-Bildungskoordinator sehr stark auf der Seite des Klimaschutzes und beobachte das, was Liebl heute in der vorher auch gesagt hat, diese Diskussion, es gibt derzeit sehr, sehr starken Gegenwind und ich
denke, wir sollten mit mehr Selbstbewusstsein auch dem Klimaschutz wieder das Wort reden. Ja? Es geht nicht nur um wirtschaftlich da, die Energiewende kostet ein bisschen mehr als gedacht, sondern es geht wirklich um die Zukunft. Und hier sieht man an diesen Größenordnungen, es ist noch derartig viel Kohlenstoff in der Erdkruste vorhanden, dass man damit, allein wenn man alle Kohlevorräte in die Luft bringen würde, würde die Welttemperatur angeblich um ca. 14 Grad steigen. Also wir können die Erde kochen. Ja? Also zu warten, dass die fossilen Energien zu Ende gehen oder teuer werden, das ist der falsche Weg. Wir müssen ganz bewusst für den Klimaschutz eintreten und sagen, diese Energiewende ist jetzt notwendig, auch wenn sie nicht so einfach und geschmiert abläuft, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Oder wie es auch zum Teil vor Jahren noch gesagt wurde. Also wir könnten hier mit den unkonventionellen Energien, die jetzt gefördert werden, das Klima um mehrere 100 ppm noch in Unordnung bringen. Das ist übrigens das Endlager, 30 Milliarden Tonnen. Und jetzt sind wir kurz vor einer denkwürdigen Benchmark. Wir haben jetzt die 400 ppm in den nächsten Tagen erreicht. Am 5. Mai waren es nämlich 399,54. Ich hoffe, das wird in den Medien gebührend gefeiert werden. Wieder ein neuer Rekord ist gepurzelt. Wir haben die 400 ppm erreicht. Und wenn man schaut, wie ich geboren war, waren wir bei 315 ungefähr. Ja, also ist eine gute Leistung, die hier vollbracht wurde. Inzwischen warnt auch das Weiße Haus vor der Eisschmelze in der Arktis und sieht hier dramatische globale Auswirkungen auf die Ernährungssituation und so weiter und so fort. Also ein paar aktuelle Punkte, nur der Klimaschutz ist eine ganz wichtige Sache, wenn es darum geht, auch zu entscheiden, welches Heizsystem wir brauchen. Warum tun wir das? Wir tun das, weil die Gebäude darunter so ausschauen. Ja, das ist jetzt vielleicht auch im Hinblick auf den vorigen Vortrag, wir sehen die Sache doch sehr, sehr anders und ich möchte Ihnen das auch erläutern, warum wir das anders sehen. Was ist da das Verbindende der zwei Bilder? Beides ist undicht und die Folgen der Undichtheit sind bekannt. So, jetzt muss man natürlich fragen und als Organisationsberater, ehemaliger Energieberater, fragt man zuerst einmal, worum geht es denn eigentlich? Was brauchen wir? Was wir brauchen? Raumtemperaturen, warme Oberflächen, Luftfeuchtigkeit soll auch in einem gewissen Bereich sein, Frischluft brauchen wir, Tageslicht, Warmwasser und Elektrizität. Es steht nirgends, dass wir 40 Kilowattstunden Heizenergie oder irgendwas brauchen. Ja? Das wird sich zeigen. Die Idee des Passivhauses kann man auch so sehen. Wir haben hier die Temperaturskala unten aufgetragen und wenn es kalt ist, muss man heizen und zunehmend kommen wir in die Situation, wenn es warm wird, müssen wir kühlen. Und dann gibt es ein paar Tage oder ein paar Temperaturbereiche, wo das Gebäude von sich aus funktioniert und das ist der Bereich, wo es passiv funktioniert. Also jedes Haus ist vielleicht einmal in gewissen Zeiten ein Passivhaus. Wenn es über das ganze Jahr schafft, dann ist es auch ein richtiges. Also es geht darum, diese Komfortzone im Auge zu behalten und die möglichst weit auszudehnen. Und da relativieren Sie dann manche von diesen Berechnungen, die wir zuerst gesehen haben, weil so einfach ist die Sache im Gebäudebereich halt leider nicht. Gehen wir mal vom Luftwechsel aus. Wir brauchen 30 Kubikmeter pro Stunde. Und wenn man diese Luft dann entsprechend aufwärmen würde, ja, das ist jetzt die Idee, die ja vor einigen Jahren hier vorangetrieben wurde, dann kann man hier Energie hineinbringen. Jetzt muss man nur schauen, dass die Gebäudehülle genauso gut gedämmt ist, dass nicht mehr verloren geht an Energie, als ich mit der Luft hineinbringen kann. Dann komme ich auf diese Heizlast von 10 Watt pro Quadratmeter. Und Sie werden es wissen, das ist genau das Kriterium für das Passivhaus. Damit möchte ich Ihnen nur zeigen, der Energiebedarf eines Gebäudes, der kann auf ganz geringe Größenordnungen heruntergebracht werden. Und wenn man zuerst gesehen hat, da irgendeine Zahl, man könnte auch eine andere Zahl behaupten, wie weit man runterkommt mit dem Heizwärmebedarf. Das würde ausreichen, um eben ein 30 Quadratmeter Wohnraum zu beheizen. Das heißt, das Heizsystem für das neue Gebäude sehen Sie hier rechts. Das sind 1200 Watt. Ne? Und damit kommt man für 120 Quadratmeter durch. Das heißt, das Thema Heizen wird sich in Zukunft sehr stark unterscheiden, der Gebäudebestand und der Neubau. Im Neubau sieht deshalb die EU
auch ab 2020, außer bei öffentlichen Gebäuden, davon gibt es aber in Österreich keine praktisch, den Nearly Zero Energy Building Standard vor. Das heißt, dann sind wir wieder hier. Interessant für uns hier ist natürlich der Gebäudebestand und der stellt sich von den Energiekennzahlen in den einzelnen Gebäudetypologien wie folgt dar. Das heißt, da sind Größenordnungen dazwischen zu dem, was jetzt neu ist. Das heißt, man kann davon ausgehen, im Neubau ist das Thema Heizen praktisch gegessen. In der Sanierung, Sanierungsrate war gerade angesprochen, da ist das ganz große Aufgabengebiet drinnen zu sehen. Ein wichtiger Punkt noch, es wird immer wieder verwechselt, Heizwärmebedarf und Heizenergiebedarf. Das ist ein Unterschied. Heizwärmebedarf ist alles das, was an Wärme notwendig ist, weil eben Transmissionsverluste, Lüftungsverluste und auf der anderen Seite solare und interne Gewinne eine Rolle spielen. Nichts anderes ist der Heizwärmebedarf. Alles, was sich dann in der Haustechnik abspielt, das geht dann in den Heizenergiebedarf hinein. Wir haben beim Energieausweis jetzt viele Jahre mit dem Heizwärmebedarf gelernt zu leben, haben den als Optimierungstool kennengelernt. Natürlich hat sich die ganze Haustechnikbranche darüber nicht gefreut, weil ihre Maßnahmen da nicht sichtbar waren. Jetzt haben wir drei weitere Rubriken dazu bekommen. Interessanterweise nicht die Rubrik, die wir zuerst gesehen haben, sondern es gibt jetzt Heizwärmebedarf, Primärenergiebedarf, CO2 und einen Effizienzfaktor. Warum? Mit gutem Grund, weil nur die Primärenergie wirklich eine Auskunft gibt über das, was eigentlich eingesetzt worden ist. Ja? Die Endenergie, Heizenergie und so weiter, das sind sozusagen Zwischenstufen, weil die Energie muss ja irgendwo einmal bereitgestellt werden und die ganze Kette ist ja interessant, sonst würde man nämlich in die falsche Richtung optimieren. Ja? Also deshalb wird in ganz Europa in Richtung Primärenergie und CO2 optimiert und nicht auf irgendwelche Zwischenstufen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch. Der Fahrplan bis 2020, das ist auch gut, sich zu orientieren, wenn ich ein Heizsystem erneuere, damit man nicht allzu weit weg ist von dem, was in ein paar Jahren sowieso kommen wird. Zeigt uns, das ist zwar jetzt ein bisschen eine sperrige Tabelle, aber dafür ist sie original, der Heizwärmebedarf wird hinuntergesetzt werden in die Region des Passivhauses, nicht ganz. Da kommt nur die Lüftungswärmerückgewinnung raus, wahrscheinlich, also will ich mich jetzt nicht so sehr im Detail verlieren. Wir werden aber auch Anforderungen in Richtung Primärenergie und CO2 zu leisten haben. Die Linien des HWB schauen dann so aus. Wir können entweder die 16er Linien wählen, dazwischen gibt es dann einmal die 13er oder die 10er Linie. Das heißt, neu gebaute Einfamilienhäuser liegen von der Kompaktheit, das ist das, was unten aufgetragen ist, in dem Bereich etwa. Also wenn ich die rote Linie oben wähle, dann muss ich bessere Gesamtenergieeffizienzwerte haben. Das heißt, hier kann ich dann kompensieren sozusagen mit Solarenergie. Dann kann ich eigentlich weiterbauen wie bisher. Also das ist jetzt eine sehr grobe, pauschale Aussage. Aber im Prinzip, dass Sie das erkennen, das, was die EU vorgibt mit Nearly Zero, wird in Österreich nicht besonders heiß gegessen. Man hat halt hier das Feld ein bisschen aufgemacht. Aber es ist auch kein schlechter Weg, würde ich sagen. Man hat halt alle Möglichkeiten dann zur Verfügung, hier entsprechend zu kompensieren. In der Sanierung gibt es auch eine Tabelle, wo Sie sehen, vielleicht interessant, die rechte Spalte, vergleichsweise sehr ambitioniert. Also in der Sanierung ist eigentlich der Druck jetzt, gute Werte zu erreichen, inklusive dem Heizsystem, weil sonst kann ich den Primärenergiewert ja nicht erreichen, dass ich mich hier schon etwas anstrengen muss, wenn ich dann zum Beispiel 200 erreichen muss. Die Förderseite, da haben wir seit einigen Jahren eine 15a-Vereinbarung, wo drinnen steht, dass ja nur mehr gefördert wird, was eben diesen innovativen Heizsystemen, klimarelevanten Heizsystemen entspricht. Und das spiegelt sich in den Förderungen ja schon entsprechend wieder. So, das waren jetzt einmal die Rahmenbedingungen in Kürze. Vom Klimaaktiv-Programm Erneuerbare Wärme wird im Anschluss dann Armin Temesl Ihnen noch die Dinge weiter ausführen, die das auch entwickelt haben. Es wurden hier basierend auf diesen hier angeführten 13 Kriterien Empfehlungen ausgearbeitet für das optimale Heizsystem. Und es ist eben nicht so einfach. Hier sehen Sie übrigens einen Screenshot.
wo Sie das finden, unter klimaaktiv.at, leicht zu merken. Es kommt keine Liste mit 5 Empfehlungen raus, sondern es kommt eine Matrix heraus. Und diese Matrix zeigt oben A+, A, B, C und so weiter. Das sind die Klassen des Energieausweises und je nach Gebäudequalität werden jetzt unterschiedliche Empfehlungen gegeben. Und ich möchte jetzt hier einige herausgreifen, exemplarisch. Sie können das Ganze dann alles nachlesen. Dazu gibt es die Webseite, auch eine Broschüre dazu und weiterführende Informationen auch über Beratungsangebote von Klimaaktiv. Für die Gebäudeklasse C, das wäre jetzt typisch für Gebäude, wo zumindest eine wesentliche Sanierungsmaßnahme durchgeführt wurde oder Neubauten bis 2008 etwa. Da kommen aus dieser Empfehlungsmatrix heraus 2 Systeme, die Pelletszentralheizung mit Solaranlage für Warmwasser- und Heizungsunterstützung sowie eine Stückholzzentralheizung mit Solaranlage für Warmwasser- und Heizungsunterstützung. Die Klasse D habe ich jetzt nicht erwähnt, weil wir der Meinung sind, es hat keinen Sinn, eine Sanierung zu machen, wo man nicht einmal eine wesentliche Maßnahme in der Gebäudedämmung durchführt. Ja. Das hat je nach Energiesystem unterschiedliche Auswirkungen, aber prinzipiell dieses Gegeneinander ausspielen, ist es gescheiter zu dämmen oder das hält man nicht für eine sehr sinnvolle Kommunikation, sagen wir es so einmal. Hier ein paar Facts zur Pelletsheizung, die man sich vielleicht wieder in Erinnerung rufen kann. Ich werde sie nicht extra vorlesen, aber das sind so Schlüsselwerte, mit denen man sehr gut dann auch argumentieren kann. Es gibt dann auch noch jetzt eben für, wo man in Richtung Passivhaus geht, dann natürlich auch diese Kombinationen Lüftung und Heizungssysteme, diese kleinen Anlagen und so weiter, aber das ist ja hier weitgehend bekannt. Zur Wärmepumpe. Das System ist soweit bekannt. Die Kurzformel ist immer der umgedrehte Kühlschrank. Was vielleicht noch nicht allgemein so bekannt ist, dass es eben eine Pumpe ist, die Wärme von einem Temperaturniveau auf ein höheres bringen muss. Und dann wird auch klar, da muss man Energie hineinstecken. Und dieser Unterschied, der macht eben einen Unterschied. Wenn ich hier zum Beispiel habe Erdreich, 2 Grad und ich gehe auf eine Fußboden- oder Wandheizung, wo ich eben mit mittleren Vorlauf-Rücklaufverhältnis von 30 Grad das Auslangen finde, dann werde ich ganz gute Ergebnisse vorfinden in der Jahresarbeitszahl. Wenn ich hingegen in eine Radiatorheizung gehe, dann werde ich hier deutlich schlechtere Werte vorfinden. Das ist alles kein Geheimnis, sondern das ist bekannt, nur in der Realität, im Verkaufsgespräch, spielt es natürlich keine besonders große Rolle. Wärmepumpensysteme für Niedrigenergiehäuser würden sich dann so darstellen. Ist natürlich schon ein bisschen eine komplexere Sache mit der Solareinheit, mit dem Energiespeicher und hier eben entsprechend mit der Flächenheizung, die dann die Wärme hineinbringt. Ich habe Ihnen dann heute auch noch hinein kopiert, das Gütezeichen, das wäre zumindest so ein Sicherheitsnetz, ja, weil inzwischen gibt es ja von der ganzen Welt Wärmepumpen und die erreichen zumindest dann in den Prüfpunkten entsprechende COP-Werte, wo man dann von doch einigermaßen effizienten Geräten einmal ausgehen kann. Aber das Gerät allein, wir haben ja derzeit in der Sanierungsförderung, Sanierungscheck ja, des Bundes, ist ganz interessant, da hatten wir vor 2 Jahren eine relativ anspruchsvolle Berechnungsvorgabe, nämlich nach dem Programm JATS-Kalk. Das ist heuer rausgefallen und heuer steht nur mehr drinnen, ein COP von 4 ist nachzuweisen. Na gut, ein COP von 4, das kann man sich raussuchen. Sagt überhaupt nichts, was das Gerät im Gebäude dann tun wird. Ja? Das muss einem klar sein. Also die Förderstelle, der ist es eigentlich egal, wo die Wärmepumpe eingebaut wird. Das wird derzeit diskutiert, vielleicht wird sich das auch wieder ändern. Und hier sehen Sie unten eingeblendet eben ein Prüfprotokoll, wo eben zu sehen ist, dass es nicht einen COP-Wert gibt, sondern bei verschiedensten Betriebspunkten, die für jedes Gerät gemessen werden, gibt es einen unterschiedlichen COP-Wert. Und jetzt ist eben die Frage, welche COP-Werte so im Jahresverlauf denn eigentlich hier dann relevant werden. Das sind die Voraussetzungen.
um eine Jahresarbeitszahl von 4 zu erreichen. Man kann auch sagen, der 4er ist unrealistisch, dann wäre es eigentlich die ehrlichste Methode zu sagen, wir gehen in der Förderung hinunter und sagen, wir fördern Wärmepumpen ab 3,5. Ja. Derzeit ist es eine unbefriedigende Lösung aus meiner Sicht, dass man etwas fördert, wo man genau weiß, das spielt es nicht. Das zeigen auch Feldtests. Ich habe jetzt hier einen deutschen genommen, weil er sehr breit und sehr gut dokumentiert ist, aber das haben Sie heute Vormittag auch schon gesehen. So, jetzt möchte ich noch ganz kurz auf das Heizsystem insgesamt noch einmal eingehen. Das sind die Bestandteile, das ist einem klar, optimieren. Und man kann alles optimieren. Und ein paar Highlights möchte ich noch heraussuchen. Wenn Sie vom Wirkungsgrad ausgehen, dann gibt es einen feuerungstechnischen Wirkungsgrad, der ist am Prüfstand gemessen. Da sind die Werte inzwischen ganz toll, wunderbar. Der Jahresnutzungsgrad, da geht schon sehr vieles verloren. Warum? Weil eben Verluste auftreten. Bis zu den Verteilbereitschaftsverlusten und so weiter und so fort. Und das ist eben genau der Grund, warum der Heizwärmebedarf ein geringerer Wert ist, als dann eben der Endenergiebedarf übers Jahr gesehen. Und jetzt ist eben die Frage, ist der niedrige Heizwärmebedarf, der ist gut, dass man wenig Energie braucht. Ja schön, hat er sonst noch Vorteile? Er hat sonst auch noch Vorteile. Erstens einmal, wie kann man denn die Wärme in den Raum überhaupt hineinbringen? Also es gibt im Prinzip die zwei rechten Möglichkeiten, Konvektion und Wärmestrahlung. Gut, das wissen wir. Je nach Heizsystem sind die Anteile unterschiedlich. Also die niedrigen Temperaturstrahler haben einen hohen Strahlungsanteil und dort, wo die Luft in Bewegung gesetzt wird, man spricht ja auch von Konvektoren, ist dann eben der Konvektionsanteil besonders hoch. Im Allgemeinen schätzt man den hohen Konvektionsanteil eher nicht. Man will Strahlungswärme. So, jetzt die Vor-Rücklauftemperatur, ich habe das hier mit einem Beispiel gebracht. Wenn Sie es schaffen, die mittlere Heizwassertemperatur in einer Sanierung zum Beispiel von 90-70 auf, also da wäre das Mittel 80, auf 40 zu bringen, dann reduziert sich die Wärmeleistung auf circa ein Viertel. Sie müssten die Heizfläche entsprechend vergrößern oder Sie sind eben besser geworden, dann können Sie mit einem Viertel der Heizfläche das Auslangern finden. Das heißt, die Verbesserung des HWB ergibt Ihnen erstens die Möglichkeit, auf ein Niedertemperaturheizsystem, Fußbodenwandheizung, umzusteigen, was eben hohen Strahlungsanteil bringt. Das muss man auch mitbedenken. Weiterer Punkt, der vielleicht interessant ist, bei einer Generalsanierung, man muss nicht mehr unbedingt die Heizkörper vor die Fenster setzen, weil der Kaltluftabfall bei modernen Dreischeibenverglasungen nicht mehr vorhanden ist. Man kann mit sehr kurzen Verteilleitungen, die ja auch mit Verlusten zu tun haben und auch Kosten natürlich das Auslangern finden, das heißt auch ein Vorteil. Aus vielen Gründen heraus gibt es diese klimaaktive Empfehlung, auch in der Sanierung einen HWB von 50 anzustreben. Da gibt es die klimaaktiv Gebäudestandards, die das entsprechend dann auch mit Punkten belohnen. Warum? Langfristig leistbare Heizkosten. Die Niedertemperaturheizsysteme sind möglich. Wir können Wärmepumpen, da beginnt es irgendwo einmal dann einsetzen. Es geht um Komfort, es geht um warme Außenflächen und eben um den sinnvollen Einsatz erneuerbarer Energien. Weiterer Punkt, der auch heute wahrscheinlich noch nicht erwähnt worden ist, die Dämmung von Leitungen und Armaturen. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Vielleicht zu schön, weil inzwischen gibt es den Installateur leider nicht mehr. Ja, das ist, aber er hat es richtig gemacht, denn es steht inzwischen auch in der OEB-Richtlinie 6 drinnen. Dämmung von Leitungen und Armaturen. Also der Verband, der VÖDU, Verband der Dämmunternehmen, die sich mit diesen Leitungsdämmungen beschäftigen, der beklagt, dass in Österreich diese Bestimmung weitgehend nicht ordentlich eingehalten wird. Und wenn es stimmt, dann hat eine Armatur, kann haben so viel Abstrahlungsverluste wie 2-3 Meter Leitungslänge ungedämmt. Ja. Also es ist nicht ganz wenig. Hydraulischer Abgleich, auch so ein Punkt, wo viel noch verloren geht, wo man verbessern kann. Man braucht die entsprechenden Ventile. In Deutschland ist das eine Selbstverständlichkeit, wenn ich eine Förderung haben will, dann muss ich den hydraulischen Abgleich dokumentiert haben. In Österreich haben wir das leider nicht geschafft. Bei der Wärmespeicherung kann man auch noch auf einen Punkt besonders hinschauen. Es geht nämlich um die Speicherverluste. Wir haben bei Klimaaktiv Empfehlungen, die eben zeigen, wie groß darf die Wärmeverlustleistung eines Speichers
etwas sein. Nehmen wir da einen 1000 Liter Speicher, dann hat der, wenn er gut gedämmt ist, eine Verlustleistung von 122 Watt. Also jeder Speicher verliert, auch wenn er gut gedämmt ist, immerhin mit 122. Bin gleich fertig. Zur Solarthermie, weil die immer gekommen ist, der Vergleich, und ich habe noch nichts über Photovoltaik gesagt, sollten uns die zwei Zahlen immer ein bisschen im Kopf auch bleiben. Die Solarthermie kann im Prinzip besser ernten als die PV. 350, 120, jetzt können wir diskutieren, aber das sind einmal so Größenordnungen. Wir haben genug Solarstrahlung in Österreich, um das auch sinnvoll zu nutzen. Mit 30 Quadratmeter PV kann man den Jahresstrombedarf etwa decken. Die Warmwasser für die vier Personen, das fangen wir bei den 8 Quadratmeter an, Heizung und Unterstützung dann entsprechend mehr. Nicht alle Tage sind gleich, das ist schon klar, das lassen wir weg. Die PV können Sie jederzeit mit beliebigen Rechnern im Internet sehr, sehr schön sich selbst dimensionieren, da kriegt man sehr gute Anhaltspunkte einmal, oder es gibt eben im Rahmen von Klimaaktiv auch dieses Photovoltaik-Berechnungstool. Wir sehen es jetzt aber eher wieder in den Wintermonaten. Ne? Das wird immer Plus-Energie heißen. Da wird immer bilanziert über das ganze Jahr und dann freut man sich über den Gewinn. Die Frage ist nur, hilft uns das wirklich auch beim Heizen? Und wenn man ganz ehrlich schaut, dann ist da zu verbreiten, nachzubilden. Dankeschön.